Mein Name, wie gesagt, ist Tobias Hedecke. Ich bin im Herzen Simulant und aktuell bei Barlog Plastics der Abteilungsleiter für Engineering und Computer-Aided Engineering. Auch die Messtechnik liegt in meinem Verantwortungsbereich und habe heute hier im 11-Uhr-Loch die Möglichkeit, den Vortrag zur agilen und digitalen Produktentwicklung vorzustellen. Und würde sagen, dass wir auch direkt in dem Vortrag starten. Das heißt, die erste Folie, der klassische Inhalt, was erwartet Sie? Der Vortrag ist ja bezüglich der agilen Produktentwicklung, sprich, wir schauen uns einmal an, was bezeichnet das agile Projektmanagement und damit auch die Produktentwicklung. Wie ist die Abgrenzung dann zum klassischen Projektmanagement, dass man sich da so nochmal die Grundlagen vor Augen hält. Da gebe ich so kleine Einblicke. Dann später gehen wir auf manuelle Schnittstellen mit digitalen Tools minimieren ein. Da habe ich so ein paar Anwendungsbeispiele aus unserem täglichen ja, Arbeitsumfeld mitgebracht. Gebe auch kleinen Exkurs dort und werde dann zusammenfassen, quasi, wie man eben ja, in der Bereich der Kunststoffproduktentwicklung den Mehrwert aus dem Polymer eben holt, mithilfe der digitalen Tools. Warum machen wir das Ganze? Wir kennen wahrscheinlich alle aus den klassischen Vorlesungsfolien die 10er-Regel der Fehlerkosten, die besagt, dass er pro Prozessschritt die Kosten für einen Fehler bei Entdeckung um Faktor 10 steigen. Sprich, wir wollen weg von der Fehlerentdeckung hin zu einer Fehlerverhütung. Man kann auch dazu ganz klassisch sagen, dass es eine Gewichtsverlagerung nach vorne gibt, also ein Frontloading in der Entwicklung, weil alles, was wir vorne an ja, mehr Aufwand reinstecken, verhindert am Ende, dass dann Fehler entdeckt werden, wenn es zu spät ist, wo sie richtig, richtig viel Geld kosten. Und da beziehen wir uns ja gerade dann in der Konzeptions- und Entwicklungsphase auf die Möglichkeit mit ja, zum Beispiel dann digitalen Tools wie Simulationsmethoden unseren Artikeln noch sicherer zu machen und wir so eben eine Fehlerverhütung haben und nicht eine spätere Fehlerentdeckung. So, dann steigen wir ein. Das klassische Projektmanagement ist ja ein lineares Projektmanagement. Sprich, wir haben ein Vorgänger-Nachfolger-Prinzip, wie ein Wasserfall, der von oben nach unten plätschert. Oder halt eben hier dargestellt, dann von links nach rechts. Der Flusslauf ist, dass wir halt Anforderungen haben, dann einen Wurf machen, die Umsetzung haben, Überprüfung und dann wieder Ergänzung gegebenenfalls. Und zu jedem Abschluss dieser Phase gibt es dann ein Dokument, was als Vorgabe für die nächste Phase weitergegeben wird. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass man in einem Hausbau den Rohbau stehen hat und dann die Planung der Steckdosen in einem Raum macht. Das heißt, ich habe vielleicht auch nicht direkt den Rohbau stehen, sondern eher nur eine Skizze vom Architekten und plane dann auf dem Papier meine Steckdosen und gebe das dann ab und dann wird das so umgesetzt. Also ich gebe ein Dokument ab und es wird umgesetzt. Jetzt hat sich dann 2001 in den Reihen der Softwareentwickler im Silicon Valley ein etwas anderes Projektmanagement entwickelt, nämlich das agile Projektmanagement mit einem sogenannten agilen Manifest. Das ist damals entstanden, weil man einen großen Innovationsdruck hatte, ein sehr starkes Wachstum, Flexibilität brauchte. Teilweise hatten Kunden unklare Anforderungen. Und gleichzeitig wollten diese Kunden auch sehr stark mit eingebunden werden. Und dann hat man sehr schnell festgestellt, mit diesem klassischen Projektmanagement nach dem Wasserfallprinzip kommt man irgendwie nicht weiter. Das Ganze ist so beweglich, weil die Kunden eingebunden werden wollten, am Anfang gar nicht klar war, wo wollen wir überhaupt hin, sondern nur so ein schemenhaftes Produkt im Raum stand, was ja gerade im Bereich Software sehr schnell passieren kann, dass man sich da überlegt hat, wir müssen irgendwie etwas anderes erschaffen. Und da wurde dann 2001, wie gesagt, das Agile Manifest definiert mit bestimmten Leitsätzen.
Und zwar besteht dieses agile Manifest aus vier Wertepaaren und es steht dann eben nicht mehr eine Dokumentation im Mittelpunkt, sondern ein funktionierendes Produkt ist wichtiger als eine umfangreiche Dokumentation. Die Individuen und Interaktionen sind viel wichtiger als starre Prozesse und Werkzeuge. Und auch die Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als irgendeine starre Vertragsverhandlung. Und reagieren auf Veränderungen ist viel wichtiger als Pläne befolgen. Gerade dieses Pläne befolgen ist ja sehr einsichtlich, wenn man nochmal an das lineare Projektmanagement denkt, was im Wasserfallprinzip Schritt für Schritt für Schritt nach vorne geht. Und das agile Projektmanagement kann also als iterativer Kreislauf empfunden werden, wo dann eben Planung, Umsetz und Feedback wiederholt immer durchlaufen werden. Und so entwickelt sich das Produkt wie in so einer Helix immer nach oben, immer näher der finalen Version an. Wenn wir jetzt nochmal in unser Haus denken, wir wollen die Planung der Steckdosen machen, dann plane ich am Anfang in der Architekturzeichnung, wo die Steckdosen grob hinkommen. Dann stehe ich auf einmal im Rohbau, laufe mit meinem Plan da durch und denke mir, oh, da in der Ecke wäre noch viel besser, wenn da eine Steckdose wäre. Und wenn es dann in einem späteren Zeitpunkt immer noch nicht sozusagen zu spät ist, sprich, es wurde schon tapeziert, dann wird es natürlich schwer, nochmal Steckdosen hinzuzufügen. Aber immer in einem späteren Zeitpunkt kann ich das Ganze nochmal ändern. Und dann ist keiner böse und sagt, ja, das hätten Sie aber als zur Frist zum 31.01. Hätten Sie das einreichen müssen, weil jetzt wird schon gebaut. Das agile Projektmanagement lebt eben von der Veränderung. Und der Ablauf ist wie folgt, dass wir zunächst in einem sogenannten Produkt-Backlog, was eine Art große To-Do-Liste ist, was das Produkt alles enthalten soll, Dinge und Anforderungen reinschreiben. Diese werden dann entsprechend in einen kleineren Unterschritt reingezogen, wo wir dann die nächsten Schritte planen können. Bei uns ist das zum Beispiel so, dass wir dann schauen, okay, wie können wir dieses Kunststoffbauteil umsetzen, holen uns dann eben bei uns im Unternehmen die entsprechenden Leute an einen Tisch aus dem Werkzeugbau, aus dem Spritzgusstechnikum, aus der Anwendungstechnik für die richtige Materialauswahl und planen dann eben den nächsten Schritt für dieses Produkt. Damit hat man nämlich ein cross-funktional zusammengesetztes Team, das dann die kommende Iterationsschleife umsetzen kann. Und da ist auch immer ganz wichtig, dass man die sogenannte Retrospektive dann auch bemüht. Was das genau ist, das kommt dann auf den nächsten Folien nochmal. Im Grunde genommen ist es eine Art Feedback-Schleife. Und dieses Produkt-Backlog wird dann in diesem Unterschritt, in diesem Planung der nächsten Schritte, das agile Manifest nennt das dann Sprint-Backlog, dass man eben aus dem Produkt-Backlog ein Sprint-Backlog macht und dort dann eben diese Einträge abarbeitet, um ein neues Produktinkrement zu erstellen. Man merkt schon, da sind ziemlich viele neue Vokabeln irgendwie im Spiel, die das Ganze augenscheinlich erstmal nur verkomplizieren. Produktinkrement ist dann quasi die nächste Version, die dann erstellt wird mit einer kleinen Kurzdokumentation, also kein festgeschriebenes riesengroßes Abschlussprodukt, sondern nur das Notwendigste in diese Artikelversion reinkommt und dann eben mit dem Kunden besprochen wird. Und daraus ergeben sich dann wieder neue Anforderungen auf die To-Do-Liste, da holt man sich wieder was rein und geht die ganze Schleife nochmal. Was waren jetzt die Red oder was ist die Retrospektive? Ich hatte ja schon gesagt, das ist eine Art Feedback-Schleife. Das heißt, in dem Prozess, man hat etwas abgeschlossen, macht man regelmäßig eine Feedback-Schleife in einem geschützten Raum, wo das offene Ansprechen von Hürden gewünscht und gewollt ist und so dann halt die Teamzusammenarbeit fördert. Und man hat damit eben einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, den man idealerweise mit smarten Zielen definiert. Also sie sind spezifisch, weil sie dann entsprechend eindeutig sind. Sie sind messbar, damit man in der nächsten Feedback-Schleife wieder schauen kann, ja,
das hat so gepasst. Sie werden zugewiesen, also assignable, das heißt, es gibt einen Verantwortlichen. Sie sind relevant, weil eben das Großteil des Teams sich darauf geeinigt hat, dass genau dieses Ziel halt verfolgt wird. Und terminiert ist natürlich auch für Smart sehr wichtig, damit bis zur nächsten Retrospektive die entsprechenden Sachen vorliegen. Das heißt, smarte Ziele sind da immer sehr, sehr wichtig. So eine Retrospektive kann sich auch ganz schnell mal weiter und zwar selbstständig machen. Wenn man nämlich ein Meeting zu irgendeinem Thema X hat, dann entwickelt sich eine wunderbare Diskussion und später ist man dann an irgendeinem spannenden Unterthema ganz am Rande, was zwar irgendwie interessant ist, aber einfach unglaublich viel Zeit kostet. Und daher ist es notwendig, dass man eine Person definiert, die eine Moderation übernimmt. Wichtig ist, diese Moderationsperson kann natürlich auch mitdiskutieren, muss aber trotzdem mal noch so eine neutrale Haltung haben, damit man sich nicht wegbewegt von dem eigentlichen Thema, was man halt gerne schnell in Diskussionen tut, weil man sich einfach spiralmäßig immer wegbewegt. So eine Rollenbeschreibung für einen Moderator ist natürlich Vorbereitung. Ja, wer, wann, wo und was soll gemacht werden? Das heißt, das ist eine Verantwortlichkeit, die dieser Moderator eben hat. Das sind zwar ziemlich einleuchtende Punkte, aber ich glaube, jeder von uns kann zustimmen, dass er schon mal in ein Meeting eingeladen wurde, wo er sich gefragt hat, was soll ich da? Ja, das heißt, Personenkreis eingrenzen, Tageszeit und ja, auch die Grundbedürfnisse sind da sehr wichtig. Ne? Wer mag schon ein Meeting, was um 12.15 Uhr angesetzt wird, wenn man eigentlich ziemlich Hunger hat, ist man nicht produktiv. Und wo, das heißt, das richtige Medium, ob es jetzt ein Online-Meeting ist oder auch ein Workshop, der dann in Präsenz gehalten wird, das sind alles so diese kleinen Schlüsselfaktoren, die auf den ersten Blick sehr eindeutig sind, wenn man aber drüber nachdenkt, steckt da ziemlich viel hinter. Und auch in der Vorbereitung, was soll in dem Meeting besprochen werden, ist es manchmal oder eigentlich immer sehr, sehr wichtig, dass es nicht nur einen Meeting-Titel gibt, sondern auch eine Agenda gibt. Was soll besprochen werden und was ist der Outcome? Dann im Meeting selbst muss der Moderator dafür sorgen, dass es eine Führung gibt. Die ist zwar teilweise unsichtbar, aber auch nur, wenn es ideal läuft. Weil man braucht immer eine Einführung in die Thematik, man muss die Agenda und auch die Detailtiefe und das heißt Leitplanken setzen und überwachen, Feedback regeln. Idealerweise muss man nicht darauf hinweisen. Es gibt aber vielleicht Meetings, wo, wenn es ein bisschen hitziger wird, dass man nochmal kurz darauf hinweist. Das heißt inhaltlich auch die Demokratie sicherstellen. Das heißt, dass es sich nicht in eine Richtung zu sehr wegbewegt. Auch Teilnehmer motivieren und aktivieren. Jeder von uns kennt ein Meeting, wo sich jemand still nicht beteiligt und dass man da ihn explizit nochmal anspricht und motiviert. Man darf keine Verlierer erzeugen. Selbst wenn sich demokratisch einig ist, dass die Idee, die vorgestellt wurde, dass die nicht sinnvoll ist, muss man als Moderator sicherstellen, dass es keinen Verlierer gibt. Und gleichzeitig muss man aber auch neutral bleiben. Und dass man auch dann zusieht, dass man eben Verantwortlichkeiten dann auch definiert im Team und auch Termine setzt. Also der smarte Ansatz auch wieder hier schlüsselführend. Das Ganze kann man natürlich noch beliebig erweitern, würde wahrscheinlich noch den Rahmen sprengen, aber schauen wir auch nochmal auf die Nachbereitung. Das heißt, ein Meeting ist nicht zu Ende, wenn alle den Raum verlassen, sondern idealerweise gibt es dann noch die Verantwortung, ein Meeting zu visualisieren und eben die Ergebnisse festzuhalten. Das heißt, im Idealfall habe ich ein Verständnis, ohne dass ich bei dem Meeting war mit der Aufzeichnung. Ich muss die Aufgaben und Termine festhalten, die Informationen verteilen und gerade dann die Manager freuen sich immer noch mal über eine Zusammenfassung, was dann in drei Sätzen das Meeting zusammenfasst. Und so können wir dann eben sicherstellen, dass sich diese Feedback-Schleifen nicht einfach irgendwie wegentwickeln, sondern wir mit einer Moderation, mit geschulten Augen
sage ich jetzt mal, das Ganze nicht aus dem Blick verlieren. Und so kann man zum Beispiel mit zielgerichteten Fragen auch die Diskussion lenken, zusammenfassen und das Ganze auch nochmal deutlich machen und so vielleicht verschwommene Inhalte von Teilnehmern klarer strukturieren, visualisieren und auch das sogenannte Timeboxing, das heißt die Verknappung dieser Ressource Zeit, diszipliniert die Leute. Das heißt, man kann ein kurzes Meeting ansetzen mit einer guten Moderation und dem Willen der Leute nicht zu überziehen, schafft man das auch. Das ist ein sehr gutes Hilfsmittel, um dann auch nochmal gut das Ganze irgendwie einzugrenzen, dass es nicht zeitlich eskaliert. Wenn man irgendwelche Themen hat, die so am Rand sind, dass die notiert werden, nicht verloren gehen und auf einen Extratermin verweisen. Follow-up-Termin ist natürlich ganz auch wichtig und gegebenenfalls Pausen zwischensetzen, wenn man merkt, dass das Ganze nicht mehr so weitergeht. Das heißt, wir haben jetzt einen Werkzeugkasten an die Hand bekommen, um auch so diese nicht nur im agilen Projektmanagement Meetings sinnvoller zu gestalten, sondern auch selbst wenn man linear unterwegs ist. Und wann ist jetzt dieses agile Projektmanagement sinnvoll? Nicht immer. Das ist ganz wichtige Botschaft. Das ist kein Allheilmittel, was von jedem durchgesetzt werden muss, sondern es ist sinnvoll, wenn sich zum Beispiel die Anforderungen erst entwickeln. Wie eingangs gesagt, ist dieses agile Projektmanagement ja auch erst entstanden, nachdem die Softwareentwickler gemerkt haben, da wird etwas vom Kunden verlangt, wo er gar nicht selber weiß, was er haben möchte. Die Projektdynamik ist nicht planbar, die Komplexität viel zu hoch und gleichzeitig möchte der Kunde eingebunden werden. Das schafft man dann nicht mit einem linearen Projektmanagement, sondern da geht man lieber in diese agile Helix, die sich eben iterativ immer höher schraubt. Und wichtig bei der Umsetzung ist auch, all das, was wir gesagt haben oder kennengelernt haben gerade, das ist eigentlich viel Bekanntes mit neuen Vokabeln. Ein Backlog ist einfach nur eine Anforderungsliste. Und auch das, der Sprint oder Retrospektive, das sind alles Sachen und Namen, Vokabeln für eigentlich total bekannte Sachen. Auch wenn man jetzt sagt, hey, das hört sich alles total cool an, das möchte ich ausprobieren, nicht die Brechstange. Das wird keinem helfen und auch so ein Schwarz-Weiß-Denken zuzulassen, ist nicht die richtige Wahl der Mittel, dass man sagt, wir machen jetzt nur noch agil. Es gibt Prozesse, die funktionieren auch so nicht. Das heißt, da ist das notwendige Fingergespitzengefühl sehr wichtig und dass man eben nur kleine Schritte in Teilbereichen testet und wenn das funktioniert, kann man das weiter nutzen. Eine andere schöne Möglichkeit, wie man das dann auch direkt umsetzen kann, ist das Nutzen eben von den digitalen Tools. Kollaborationssoftware, ich sage immer, das ist das einzig Gute, was uns Corona gebracht hat. Wir haben alle gelernt, mit den Softwarepaketen Microsoft Teams oder Zoom zu arbeiten. Und wenn man sich diese Softwarepakete mal genauer anschaut, ist da noch viel mehr drin, als dass man sich nur in einem Online-Meeting trifft. Da kann man To-Do-Listen erstellen, die Minutes of Meetings, also Zusammenfassungen schreiben. Man kann ja spontan kommunizieren und auch dann Brainstorming machen. Man kann in einem Meeting, was vielleicht sonst relativ langweilig wäre, einfach mal eine Umfrage mit einbauen, die dann aktiv von den Teilnehmern eben mit beantwortet werden kann und dass die Leute halt eben entsprechend auch mitdenken. Oder auch Breakout Rooms. Das ist ja etwas, was man sonst nur aus einem physischen Meeting kennt, dass man sagt, okay, wir teilen uns jetzt in kleinere Gruppen auf und treffen uns in einer halben Stunde wieder in dem großen Raum. Das funktioniert online auch, nutzen aber tatsächlich ziemlich wenige Leute. Und so kann man doch auch mit dieser unglaublich mächtigen Software das digital umsetzen und hat uns tatsächlich dann auch Corona die Augen so ein bisschen geöffnet. Jetzt wollen wir das Ganze auf die digitale Produktentwicklung übertragen. Wir bei Barlog unterstützen nicht nur unsere Granulat kaufenden Kunden, sondern auch
Kunden mit entsprechenden Entwicklungsdienstleistungen, Spritzgusssimulationen, Strukturanalyse und kunststoffgerechte Konstruktion. Und dort ist es so, man kann es nicht linear abarbeiten. Man kann nicht erst konstruieren, dann eine Spritzgusssimulation machen und dann die Strukturanalyse. Jede einzelne Disziplin hat Auswirkungen auf die andere. Wenn ich eine Wandstärke erhöhe, ist es vielleicht für die Strukturanalyse gut, für die Spritzgusssimulation aber schlecht. Das heißt, ich muss mich iterativ in Schleifen bewegen. Eine Möglichkeit, wie ich mich dort auch bewegen kann, gerade mit Hilfe der Simulationstools, ist in der Spritzgusssimulation zum Beispiel ein Design of Experiment aufzubauen. Sprich, ich definiere bei diesem gezeigten Artikel, was ein Giveaway von uns ist, ein Smartphone-Ständer, definiere ich verschiedene Anspritzpunkte. Ich definiere Fließhilfen oder Fließbremsen und lasse das Ganze dann mit bestimmten Zielen, also Verzug, in diesem Fall, ich möchte den Artikel möglichst verzugsarm herstellen, dass er nicht auf dem Schreibtisch irgendwie kippelt, oder auch, dass die Mechanik passt, das heißt, keine Bindenaht in bestimmten Bereichen ist. Ich lasse das vollfaktoriell vom Computer rechnen und schaue mir dann am Ende ein Ergebnis an. Das heißt, Schnittstellen möglichst minimieren. Eine andere Möglichkeit, Schnittstellen zu minimieren, haben wir auch in einem Marketingartikel umgesetzt. Da haben wir aus einem unverstärkten PET einen technischen Artikel in Kantenschutzwinkel gemacht. Und da haben wir die Strukturanalyse und die Konstruktion gekoppelt und dort eben mit einem parametrisierten Modell, was im CAD entsprechend aufgebaut wird und dort dann gesagt wird, in der Strukturanalyse, Computer, du kannst die Wandstärken beliebig ändern. Du kannst Rippen einblenden, ausblenden oder du kannst Geometrien ändern. Natürlich muss das alles vorher definiert sein. Und dann kann der Computer die Konstruktion erstellen und die Simulation direkt am Ende rechnen und geht dann auf den nächsten. Dann endet er wieder dort eine Rippe, dann kann er wieder das Ganze durchrechnen. So nimmt man dann den Faktor Mensch, der dann erst einmal eine Konstruktion macht, der Konstrukteur schickt es dann zum Simulanten, der Simulant rechnet es. So könnte man das mit einer Simulationskopplung dann auch in der Mechanik lösen. Wen das interessiert, da haben wir auf unserer Homepage entsprechend auch was vorbereitet. Eine andere schöne Sache für die Simulationskopplung ist tatsächlich auch die integrative Simulation. Sprich, ich übertrage die Phaseorientierung aus der Spritzgusssimulation in meine Strukturanalyse, weil wir im Kunststoffbereich eben nicht mit einem schönen isotropen Werkstoff arbeiten, sondern wenn er entsprechend faserverstärkt ist, habe ich ein anisotropes Materialverhalten. Das heißt, in dem Bauteil hier dieser Platte ist es nicht egal, wo ich meinen Zugstab rausschneide in einer faserverstärkten Umgebung. Das Ganze funktioniert dann eben so, dass ich mein CAD-Modell nehme, erst die Spritzgusssimulation mache, dann den Phaseorientierungssensor in die Strukturanalyse packe und dann dort rechnen kann. Mehr dazu haben wir auch nochmal auf unserer Homepage vorbereitet. Man kann das auch Ganze hier sehr schnell zeigen, wenn man ein T-Stück aus dem Wasserbereich nimmt, das ist mit Innendruck belastet. Wenn ich das eben mit den Datenblattwerten in der Strukturanalyse berechne, dann habe ich eine Steifigkeitsüberschätzung. Das heißt, mein Bauteil ist viel zu steif, weil es eben entsprechend mit dem Datenblattwert, mit dem E-Modul gerechnet wurde, der an einem spritzgegossenen Zugstab ermittelt wurde, was ungefähr 80% Faserausrichtung ist. Sprich, ich übertrage 80% Faserausrichtung auf mein ganzes Bauteil. Das ist schon ein Widerspruch an sich. Selbst wenn ich es abmindere, würde ich hier das Bauteil in gewisser Weise nicht richtig abbilden. Wenn ich dann anisotrop rechne, sprich die Phaseorientierung mit reinnehme und es von unten anspritze, in der Mitte dargestellt, habe ich ein symmetrisches Verhalten, was ungefähr dann sich so darstellt, symmetrisch wie auch die isotrope Variante, nur eben ohne die Steifigkeitsüberschätzung. Wenn ich das Ganze jetzt von der Seite anspritze, wie rechts dargestellt, dann ist mein Verformungsverhalten nicht mehr symmetrisch. Und
man sieht hier deutlich, die Phaseausrichtung hat da einen Einfluss auf die Steifigkeit. Anderes Beispiel zum Beispiel mit unserem Smartphone-Ständer. Da sieht man ebenfalls diese sogenannte Steifigkeitsüberschätzung. Wenn wir jetzt von Dokumentationen reden, wir haben ja eben gelernt, dass wir weg von der Fehlerentdeckung hin zur Fehlerverhütung wollen und dort eben auch bestimmte Dokumente herstellen und auch dem Kunden mit an die Hand geben und dort Sachen dokumentieren, damit eben das Know-how nicht verloren geht. Da hat sich das Format DFM, Design for Manufacturing Analyse, durchgesetzt und da würde ich an dieser Stelle auch schon mal auf den 2.11. Verweisen. Da werde ich auch in einem 11 Uhr Loch das Ganze hier in diesem Rahmen nochmal vorstellen. Wir können nämlich dann eben in diesen Dokumenten die Cross-Funktionalität aus dem Team hören und in Mehrwert verwandeln. Das heißt, wir setzen uns gemeinsam zusammen, definieren Sachen, schreiben die auf und können dann eben das ganze Projekt weiterbringen. Und so werden wir es dann nämlich auch schaffen, im Worst Case, wenn es doch mal zu einer Fehlerentdeckung kommt, dass wir eben nicht den Fehler entdecken, eine Werkzeugänderung machen bei einem Spritzgussartikel und dann hoffen, es passiert wieder der gleiche Fehler, dann ändern wir wieder das Werkzeug. Das kostet einfach unglaublich viel Zeit, Geld und Nerven. Lass uns das Ganze lieber so versuchen, dass wir die Lösung nicht im Werkzeug direkt suchen, sondern zunächst am digitalen Zwilling die Möglichkeiten ausloten. Sprich, auch wenn das Kind dann schon im Brunnen gefallen ist, nochmal zurückzurudern, zu sagen, okay, wir gehen jetzt erstmal in den digitalen Zweig, schauen, was hat, welche Möglichkeiten haben wir, etwas zu verbessern und danach in eine Werkzeugänderung erst reinzugehen und nicht blind das Werkzeug zu ändern und einfach nur zu hoffen. Dann empfiehlt es sich auch immer wieder zurück den digitalen Kreislauf zu schließen und nachdem der Artikel produziert wurde, ihn auch zu vermessen, sprich entweder ein CT-Scan oder eine Streifenlichtprojektion zu machen, sodass man eben den Artikel in den digitalen Kreislauf wieder reinkommt und dann auch die Simulationsergebnisse validieren kann. Das war auch mein Beitrag dazu. Ich stehe natürlich jetzt sehr, sehr gerne für Fragen und eine angeregte Diskussion zur Verfügung. Vielen Dank.